Ich mache heute ketogenen Flammkuchen. Den Teig bereite ich mir in der Küchenmaschine zu. Wer keine hat, kann aber den Teig auch ganz einfach per Hand kneten oder mit so einem Handrührgerät mit den Knethaken in einer Schüssel zubereiten. Ich starte gleich mit 220 Gramm Mandelmehl. Ich habe hier braunes Mandelmehl, weshalb mein Teig hinterher etwas brauner ist. Ihr könnt aber auch ganz normales Weißes nehmen, was es im Supermarkt zu kaufen gibt. Als nächstes füge ich einen Teelöffel Backpulver dazu, einen Teelöffel Xanthan-Gum und einen halben Teelöffel Salz. Nun füge ich noch ein ganzes Ei hinzu und mixe den Teig schon vorab einmal durch, damit sich das Ei grob verteilen kann. Nun sieht er so aus und wir stellen alles kurz auf die Seite. In einem Topf habe ich bereits 150 Gramm geriebenen Mozzarella abgewogen und werde diesen nun bei geringer Hitze ganz langsam unter stetigem Rühren schmelzen. Ihr seht hier, dass der Käse schon anfängt leicht zu schwitzen. Der Prozess dauert auch gar nicht lange und wichtig ist, dass euch der Käse von unten nicht anbrennt. So muss er dann aussehen. Ihr könnt keinen geriebenen Teil mehr erkennen, sondern es ist eine flüssige Masse. Nun den noch warmen Käse zu unserer Mandelmehlmischung geben und möglichst zügig miteinander verkneten, bevor der Käse wieder erkaltet und erstarrt. Wenn der Teig noch etwas zu fest zum Kneten ist, könnt ihr noch einen Schuss Wasser hinzufügen. Wer per Hand knetet, muss unbedingt beachten, dass der Teig durch den Käse noch ziemlich heiß ist. Achtung, Verbrennungsgefahr! Jetzt machen wir einen kurzen Test. Ich nehme mir ein Pröbchen, drücke das zusammen und ihr könnt schon sehen, dass es sich super platt drücken lässt und zusammenhält, also ist unser Teig fertig, ausgerollt zu werden. Weiter geht es auf einer bemehlten Arbeitsfläche. Ihr könnt aber auch ein Backpapier unterlegen. Diese krümelige Teigmasse forme ich nun zu einem Teigball. Da mir diese Teigmenge meist auf dreimal Essen reicht, portioniere ich mir diese in drei Teile und friere zwei davon weg. So habe ich immer frischen Teig zur Verfügung, wenn mir danach ist. Ich werde nun eine der Kugeln auf einer bemehlten Arbeitsfläche ausrollen. Ihr könnt aber auch zwei Backpapiere nehmen und den Teig dazwischen legen. So klebt er euch nicht an der Arbeitsplatte fest. Um meinem Flammkuchen etwas mehr Form zu geben, klappe ich noch die Ränder ein. Perfekt muss er nicht aussehen, er ist ja schließlich handgemacht. Bevor ich den Teig nun vorbacke, steche ich ihn ein paar Mal mit einer Gabel ein, damit sich keine Luftblasen bilden. Das Vorbacken dauert ca. 10 Minuten bei 180 Grad und währenddessen habe ich hier schon meinen Belag vorbereitet. Für den klassischen Elsässer Belag habe ich hier Speckwürfel, ich verwende natürlich Biospeck, ein paar Zwiebeln und geriebenen Mozzarella. Den vorgebackenen Teig habe ich nun aus dem Ofen geholt und etwas abkühlen lassen. Ihr könnt beim Anfassen merken, dass die Oberfläche trocken, aber nicht hart ist und auf der Rückseite seht ihr auch noch, dass der Teig in der Mitte noch feucht ist, also nicht komplett durchgebacken ist. Nun kann ich auch schon mit dem Belag starten. Ihr könnt hier Creme Fraiche oder Schmand verwenden, was euch lieber ist oder ihr gerade zu Hause habt. Eine Schicht auf dem Teig verteilen, dann ein wenig Salz zugeben und auch noch ein bisschen Pfeffer. Nun die Speckwürfel gleichmäßig darauf verteilen, im nächsten Schritt die Zwiebeln und als letztes unseren geriebenen Käse dazugeben. Nun kommt unser Flammkuchen wieder in den bereits vorgeheizten Ofen bei 180 Grad für ca. 15 Minuten. Ich finde, er sieht einfach nur herrlich und lecker aus und ich werde mir meinen Flammkuchen jetzt schmecken lassen. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr Interesse an noch mehr Keto-Videos und Rezepten habt, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da.